Eines der größten Unternehmen in Deutschland, SAP, baut nun offiziell 2600 Stellen in Deutschland ab. Und das in der aktuellen Zeit, wo es beispielsweise sowas wie eine Bürgergelderhöhung gibt, also dass immer mehr Leute das Bürgergeld finanzieren sollen, aber es immer weniger Leute gibt, die in Arbeit sind. Die Arbeitslosigkeit ist ja auch wirklich extrem hoch aktuell. Und da muss man nun vor allem in Hubertus Heil endlich rangehen, denn man muss mal ganz klar sagen, die ganzen Leute, die Bürgergeld bekommen, müssen ja auch irgendwoher finanziert werden. Lassen Sie mich vor allem jetzt mal zu dieser Schlagzeile Ihre Meinung mal in den Kommentaren wissen, vor allem was man machen kann. Der Grund hierfür, warum SAP das macht, ist nämlich der erweiterte Einsatz von künstlicher Intelligenz. Lassen Sie mich Ihre Einschätzung dazu mal in den Kommentaren wissen und geben Sie dem Video auch auf jeden Fall einen Daumen nach oben.